Moin, ihr Sizzler, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es eine Weltpremiere im deutschen YouTube, da bin ich mir sehr sicher. Wir werden eine trocken gereifte Ente grillen. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der im Barbecue-Segment, ich würde sagen, so ziemlich alles kann. Ich bin mir sicher, 99,93% von euch kennen ihn. Und er hat diese Ente nicht nur selber trocken gereift, er hat sie auch selber gezüchtet. Andreas Rummel, viel Spaß. Ist das der Hals? Was könnte das sein? Okay. Nee, ist schon witzig, wenn man so ein Tier aufwachsen sieht und wenn man dann weiß, wenn man es dann selber schlachtet und dann auch veredelt, weiß man, was man auf dem Teller hat. Ja. Und ich freue mich wirklich drauf, weil es soll spektakulär sein. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nie gegessen. Wir lösen jetzt die Brust aus. Also ich habe jetzt hier das Brustbein. Mhm. Jetzt gehe ich hier einfach am Brustbein. Ich hoffe, es ist scharf. Ich habe es vorhin noch mal nachgeschärft. Nee, das Ende ist kein scharf. Ach so. Unser Ausbeinmesser noch mal nachgeschärft. Ich hoffe, es passt. Also ich bin ein bisschen gespannt. Ich habe schon trockengereiftes Schwein und den Klassiker natürlich trockengereiftes Rindfleisch gegessen. Bei beidem schmecke ich einen deutlichen Unterschied, wenn es gut gereift ist im Vergleich zu nass gereift oder beim Schwein. Das hängt ja in aller Regel nicht so lang. Ich bin gespannt, wie es bei Ende ist. Wie lange durfte die jetzt reifen? 14 Tage. Hat die jetzt gegangen? Also du siehst, hier fehlt ja ein bisschen was. Ja. Ich habe die Duckwings, also die Flügel abgemacht, habe die Keulen abgemacht. Stimmt, die Keulen habe ich konfiert, also sous vide gegart, aufeinandergelegt und dann in dem eigenen Fett konfiert. Das ist auch eine geile Nummer. Ja. Und ihr habt die jetzt 14 Tage bei 2 bis 4 Grad in einem Kühlschrank, der zu bleibt. Ja? Mhm. Und hab noch hier so ein paar Salzplanken mit draufgelegt. Ja, ja, ja. Ja. Krass. Also da bin ich, oh, das Fleisch sieht aber brutal aus. Ne? Also das ist ja richtig tief, ganz tief rotes Fleisch. Bilde mir auch ein, dass das Fleisch eine intensivere Farbe hat, als wenn es nicht gereift wäre. Ne? So vom Gefühl her. Wobei ich jetzt keinen Vergleich habe, das ist ja auch von Entenrasse zu Entenrasse sicherlich. Das, was ist das für eine dänische Ente. Eine dänische? Das sind die, wo der Schwanz hinten so. Es gibt ja welche, die haben Flachschwänzler und Stiepelschwänzler. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das so. Alex, was bist du? Also Wikipedia so aufsteht. So. Okay. Aber guck mal, Wahnsinn. Das sieht. Weißt du, wie das aussieht, das Fleisch? Ich meine, Ente ist ja auch wild, irgendwie Wildgeflügel, aber. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so Hirsch oder so von der Farbe. Also der ein oder andere Jäger, der das jetzt sieht, der denkt sich auch, der ist nicht dicht, der hängt Wassergeflügel ab. Aber sag mal so, vor 15 Jahren hättest du auch mit einem Bein im Knast gestanden, wenn du angefangen hättest, Schwein zu reifen. Aber mittlerweile wird ja auch Geflüge, Fisch, alles Mögliche gereift. Fisch habe ich auch noch nie irgendwie gereift gegessen. Und warum jetzt nicht Ente? Und vor allem, es ist geschützt, ja? Ich habe jetzt keinen Verschnitt. Ich habe hier hinten den Knochen als Schutz und außen die Haut als Schutz. Und die Haut trocknet dann richtig schön ein und wird dann auch super knusprig, weißt du? Ja, geil. So, jetzt können wir vielleicht noch mal sagen, du bist mit dem Ausbeimesser. Das ist flexibel, ist das wichtig oder ist das egal? Es ist sehr hilfreich, sagen wir es mal so. Ich packe die mal hier unten. Und das gibt eine gute Brühe. Stimmt, ja. Und wenn ihr mal eine Ente habt, da ist auch mal sehr viel Fett dran. Fett auslassen und davon ein bisschen Rapsöl dazwischen und davon eine Entonese oder eine Dakonese, also eine Mayonnaise aus Entenfett machen, das ist der Knaller. Was? Eine Entonese? Ich lerne hier komplett neue Begriffe. Also, sag mal so, ein bisschen Werbung. Bei Rummel Grill TV gibt es ein Video drüber. Na klar. Habe ich noch nicht gesehen. Wie alt ist das Video? 2 Jahre bestimmt. 2 Jahre. Okay, dann muss ich mir noch mal angucken, die Entonese. Aber was ich mir bei dir angeguckt habe, sind diverse Videos zum, nicht Ausbeinen, sondern zum Zuschneiden eines Schweinenackens und so weiter. Weil wir hier selber auch mal den Money Muscle ausgelöst haben aus dem Boston-Bad da und dann auch mal den Präser und so. Da ist das sehr, sehr hilfreich, wenn man sich mal ein Video anguckt, wie es der Fachmann macht. Genau, so jetzt ein bisschen Salz, weißes Salz. Mhm. So, Grill ist übrigens schon heiß. Soll ich hier hinten noch mal die Plansche ein bisschen höher? Lass das mal, weil ich habe Angst, dass mir das Fett zu schnell verbrennt. Okay. Mhm. Wir haben ja Zeit.
Normalerweise bei der Ente fängst du jetzt halt an, bei der Barbarie-Ente, die du sonst kaufst, hier einzuschneiden, ja, damit sie sich nicht zusammenzieht. Also braucht man bei der nicht, weil es ist schon recht steif. Das wird nicht so wabbelig. Mhm. Und die legen wir jetzt einfach. Das kommt jetzt durch Trockenreifen, ja? Genau. Legen wir jetzt einfach mit der Hautseite. Alles klar. So, Grill ist jetzt bestimmt schon eine Viertelstunde, 20 Minuten genau. an. Wir hatten ein bisschen früher an. Bisschen gefettet die Plansche. Oh. Ja, aber guck mal, das sieht schon geil aus. Aber vom Geruch. Wir nehmen mal hier das Innenfilet noch raus. Oh. Ja, das ging auch einfach. Das riecht schon Ente, ne? Ja, aber ich finde, es riecht nicht so, wie ich es kenne. Es riecht anders. Es riecht. Riecht das auch nicht so, wie wenn man jetzt beim Trockenreifen vom Rindfleisch, wenn man es da übertrieben hat, das ist so Gorgonzola. Ja, dieses Stallige, irgendwie dieses Intensive, das riecht, ich kann es knusprig, woran? Es erinnert mich an irgendwas, es fällt mir nicht ein, aber es wird mir gleich einfallen. Die 64 beim Chinesen? Die meisten, die mich kennen, wissen, ich muss immer noch eine Beilage zu machen und habe mich jetzt für ein Nahen Chutney entschieden, einfach Ananas. Vierteln, dann das durch. So, und das wäre Achtel haben. Ja, ja. Und beim Achteln hat man meistens 8 Teile hinterher über. Habe ich auch schon mal gehört. Ja, aber mit Seminaren ist das manchmal so, da haben die 9 Teile über. Aber dann habe ich es bestimmt falsch erklärt. Ja, ja. Von der Sache her gehe ich davon dann auch aus. Ich bin immer fasziniert. Ich meine, ich darf hier nie schneiden. Das muss ich, jetzt muss ich auch mal hier was ganz klar sagen. Du darfst nicht schneiden? Ja, Julian behauptet ja immer, ist euch möglich, also ja. Schwung und so. Julian behauptet ja immer, ich könnte nicht schneiden, deswegen soll ich es lieber nicht machen. Und dann versucht er sich hier und kriegt dann regelmäßig auch Anschiss. So hast du es auch nicht gelernt. Die Ananas auf dem Grill? Aber du schneidest halt einfach in einem Tempo. Okay. Das ist auch für Alex jetzt mal endlich mal wieder eine Herausforderung hier. Bin nämlich zum Spaß hier. Ja, nö, jetzt so das sagst. Boah. Alter. Und du siehst glatt, nein, nicht ja, gewölbt. Ja, ja, auch eine richtig schöne Farbe. Ist die schon? Oh ja, geil. So, jetzt machen wir die noch ein, zweimal hier und dann geht sie hier auf den Rost zum Fertigkorn. Und, warte. Ah ja. Noch Limette mit auf den Grill. Die Limette wird dadurch, die sind ja so knallesauer, richtig leichte Karamellisation und man lässt sich besser ausdrücken, weil es weicher ist. So, zack. Zu? Zu. Oh. Mm. Bitte? Oh, Limette auf dem Grill ist auch kein Fehler. Und zwar mit der Schnittseite nach unten riecht sofort richtig geil, frisch, fruchtig aus dem Grill. Wie lange lebt eine Ente von Küken, bis sie schlachtreif ist? Die war jetzt ein bisschen über 3 Monate. Oh, geht aber schnell. Das geht schnell. Jetzt haben wir letzte Woche noch mal 30 geholt und die gehen dann für Weihnachten. Ja, und du fütterst die mit allem, was du so da hast? Oder brauchen die spezielles Futter? Ja, die kriegen auch mal Mais und ein bisschen Getreide, aber viel. Weißt du, aus dem Salat, aus dem Garten, wenn der Salat über ist, wer da hochgegangen ist und sowas. Ja. Und vor allem die Nachbarschaft. Oh, du hast doch Enten, süße Enten, dann bringen sie dir Salat, nehmen einen Bäcker, der weicht dir ein bisschen Brot auf und so. Weißt du? Ja. Und auf Brot stehen die auch. Und was absolut. Aber dürfen die denn Brot essen? Denn ich habe mal gehört, man soll Enten, die so auf dem Teich schwimmen, gar nicht mit Brot füttern, weil die das sich irgendwie aufblähen würde und die daran ersticken. Ist das Quatsch? Das weiß nicht, ob das Quatsch ist, aber eigentlich das Brot, wenn es Sauerteigbrot ist, übersäuert auch den Teich. Ach so, okay. Ja, wenn das Ganze, wenn da jeder kommt, bringt das alte Brot von zu Hause mit und schmeißt das da rein, übersäuert das auch den Teich. Oh, top, schön eck. Du, solange jemand da ist, der es aufräumt hinterher, habe ich kein Problem damit. Nö, das macht ja Julian. Der hat ja gesagt, er grillt jetzt nicht mit, er lässt uns das hier machen. Dafür räumt er dann alles auf. Das waren seine Worte. Das ist immer der Deal. Ich grille, aber putzen muss ein anderer. Ja. Letztes Mal, als du da warst, ist schon ein paar Jahre her, da hatten wir hier noch, glaube ich, noch nicht so viel Technik. Hattest du aber auch schon dieses große Messer. Du stehst total auf dieses Hackebeil, ne? Es ist kein Hackebeil. Das ist ein Slicing Cleaver. A Slicing Cleaver. Also die Hackebeil, die sind stärker, sind schwerer. Ja, ja. Also Hühnerknochen kriegst du da auch mit durch. Aber ich würde ja jetzt nicht an Rinderknochen oder irgendwelchen anderen Knochen dran rumschrauben. Du kannst halt unwahrscheinlich fein schneiden. Mhm. Und du hast gleich ein... Eine Schaufel mit dazu. Ja. Du kannst auch mal hier über die Plansche gehen, weißt du? Ja, ja. Also sehr, sehr tolles Messer. Also für dich ist es einfach nur ein Tool, was du gefühlt für alles dann nutzt auch. Ja, und jeder hat so seinen Fetisch. Ja, ja, ja. Also ich habe das in Asien gesehen. Die machen sogar Fußpflege damit. Also
Spektakulär. Habe ich auch mal versucht, seitdem fehlt mir ein Zeh. Oh, da kann ich nicht hingucken. Da habe ich Angst, dass es einmal zu weit links angesetzt wird und dann so die halbe Fingerkuppe mit runter ist. So, Chili halt Kern raus, ne? Und die Haut in raus sollte. Es reicht. Ach komm, bisschen. Ja, die ist noch nicht so scharf. Du hast doch das letzte Mal so jammer, dass ich drauf war, ne? Ja, die ist nicht so scharf. Julian weint viel mehr. Julian tut immer so, als könne er. In dem einen Livestream haben wir Piri Piri blind verkostet. Meinst du, Julian hat ja 20 Minuten lang Tränen in den Augen gehabt? Ich war ja schlau, ich hab's so ausgespuckt. So. Ja, klar. Ah, 32. 32 beide. Dann mach zu. Jo. Kerntemperatur Ente, was ist so deine Lieblingstemperatur für die Brust, dass es noch so ein bisschen rosa ist? Kerntemperatur ungefähr 56, 57. Ja, also wie recht. Ja. So, ich habe ja auch ein Süßchen mitgebracht hier. Das ist abgelaufener Knoblauch, ne? Das ist kein abgelaufener. Schon ein paar Tage alt ist der Satz. Das ist schwarzer Knoblauch. Und oft wird ja gesagt, der ist fermentiert. Ist eigentlich das falsche Wort. Es ist eigentlich so eine Langzeitbräunungsreaktion. Also ich habe mir so eine Art Reiskocher. Es gibt so extra so ein Schwarzmach-Knoblauch-Dinger. Sieht aus wie ein Reiskocher. Da packst du Knoblauch rein, stellst den ein und der hat so 75 Grad und das 14 Tage. Mhm. Für 10 Tage? 14 Tage. 14 Tage hast du deinen Reiskocher oder was auf 75, dein Dörr, was auch immer, auf 75 Grad laufen. Auf 75 Grad laufen. Heide Witzka. Ja, klar, logisch. Sag mal, damals hat das noch 6 Euro gekostet. Ja. Aber das Witzige war, ich das Ding gekauft, ne, und musste aber 14 Tage weg. Da habe ich meinen Nachbarn gefragt. Er sagte, du, ich habe ein nagelneues chinesisches Gerät. Das will ich jetzt 14 Tage nicht bei mir alleine lassen. Ja. Kriegst das Geld für den Strom, man kann es bei dir hinstellen mit Knoblauch. Ja, 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 mach ich. Zwei Tage später hat er mich angerufen. Alter, das stinkt. Das stinkt. Alles richtig gemacht. Ich sag, wie stinkt? Muss doch nicht in der Wohnung stehen haben. Stell es auf den Hof. Das steht auf dem Hof. Und jetzt habe ich bei mir im Schuppen stehen und die Leute, die vorbeigehen, wundern sich immer, was macht der Rummel da? Das ist schon 4-Age und nicht 3-Age. Okay, das ist. Aber riecht fantastisch, ne? Ist hier noch Haut jetzt drum oder? Nee, das kannst du so. Geil. Nimmst du so ein Stück ab. Und das hat so, siehst du, wie Lakritz. Das ist ja wirklich. Und dann kannst du das kannst du auch mit so kleinen Knoblauch. Kann man, stinkt man da nach Doll, oder? Nein, der Knoblauchgeruch ist komplett weg. Das schmeckt auch nicht mehr. Also kann ich so probieren, ja? Ja, das ist nicht. Mmh. Oh. Und jetzt stell dir mal vor, da eine Butter dazu gemacht. Dann ist der so. Alter Schwede. Oh. So, was habe ich mit dem Knoblauch gemacht? Richtig gut. Knoblauch, Teriyaki-Soße und Ingwer und ein bisschen Essig. Alles schön verquirlt. Und so ist drin. Oh. Süße, Säure, Schärfe, Salz. Knallt. Und das zu Ende spektakulär. Von der Konsistenz her würde ich sagen, fantastisch. Mmh, ja. Oh. Das ist wirklich fantastisch. Ich hole mal was, unterbreche zu einer Werbesondersendung. Was könnte besser passen, wenn man diesen schwarzen Knoblauch sich anguckt, als unsere Marinade? Schwarzer Knobi, hier ist übrigens auch schwarzer fermentierter Knoblauch mit drin. Und ich kann euch sagen, auch eine Entenbrust kann man hervorragend damit marinieren. Ansonsten natürlich zu allem, was irgendwie in die mediterrane griechische Ecke passt. Lamm, Rindfleisch auch sehr lecker. Auch Schwein kann man damit sehr gut marinieren. Und ihr könnt euch damit auch ein Süßchen bzw. so einen Quark anrühren. Also einfach ein bisschen Quark nehmen, ein bisschen Marinade rein, nicht zu viel, da ist immer sehr viel Salz drin. So funktioniert eine Marinade. Und dann einfach einmal durchrühren, abschmecken. Richtig leckerer Knoblauchquark. Ah, gegrillte Ananas, auch richtiger Klassiker, ne? Total lecker. So, geh mal mit dem Finger hier so drüber und probier mal. Hier? Ja. Mm. Das ist eine andere Nummer, ne? Mm. Leicht süßlich, aber trotzdem eine schöne Säure. Und ich, also was man sagen muss, ne, wir haben Zitrone auch schon mal gegrillt, die Mette weiß ich gar nicht, aber wenn die raufkommt auf den Rost und mit der Wärme in Verbindung kommt, sofort hat man diesen Duft in der Luft, das finde ich schon alleine geil. Ne? Das ist auch, für eine Limonade oder sowas, weißt du? Ja. Limetten angrillen und Zitronen angrillen ist schon spektakulär. Die besten dieses Jahr fürchterlich, ne? So, der eine oder andere fragt sich jetzt, warum habe ich die Schale vorn weg nicht abgeschnitten? Mhm. So, ich habe zwei
Seiten, die sind ausgetrocknet auf dem Grill. Mhm. Die dritte nicht. Die dritte abgeschnitten, wäre die auch noch trocken gewesen. Da wäre mir das. Ich brauche ja auch ein bisschen Flüssigkeit drin. Ja. Ja, ja, stimmt. Wäre mir das einfach zu trocken. So, hast du ein Messer? Schneid's mal so. Und Würfelchen. Würfelchen einfach schneiden? Genau. Oder soll ich die längs auch noch mal ein bisschen? Längs und ein Würfelchen. Okay. Würfelchen so von der, sind ja gleich. Ja, ne, ja, ja. Also so ist okay von da. Genau, und dann vorne. Ja, 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 mache ich. Jetzt darf ich auch noch was machen. Ich hatte gehofft, ich komme heute ohne Arbeit hier weg. Das ist doch keine Arbeit. Nein, ist es auch nicht. Ich werde immer gefragt, wenn ich mal in Urlaub fahre. Ich sage, ich habe so einen geilen Job. Ich brauche keinen Urlaub. Ja gut, man muss dazu sagen, wir werden gleich noch einen Podcast aufnehmen. Also schaut mal bei uns auf Spotify, iTunes, Podcast, wo auch immer vorbei. Ist fast überall online. Der Nice to Meet You Podcast, da werden wir mit dir gleich noch schnacken. Und wir wissen ja... Fällt dir was auf? Ja, ich wusste ja nicht, wie klein du sie haben willst. Komm. Wir wissen ja, dass du sehr, sehr viel unterwegs bist. Und auch... Ich sag's mal anders, wenn du Urlaub machst, in Anführungsstrichen Urlaub, dann bist du meistens ja auch kulinarisch unterwegs, ne? Genau, wenn ich aus dem Ausland wiederkomme und hab nicht mindestens zehn neue Rezepte dabei, dann war der Urlaub umsonst. Ja, krass. Also du bist eigentlich... Warte mal, jetzt kurz, und du siehst die normale Limette, da würdest du dir jetzt einen Wolf drücken. Ja, also, auf jeden Fall, gerade die waren ja auch sehr, sehr hart. Ja, hier, soll ich mal dir als Vergleich kommen? Ja. Nur mal als Vergleich. So, und zack. Alter, was? Okay. Gewonnen. Ach, ja, keine Chance. Die ist, gefühlt ist die steinhart, ne? Ja. Ja, Wahnsinn. So, habe ich alles. Chili ist dran. In jedem Fall werden wir im Podcast auch sicherlich über diverse Reisedestinationen, was du sonst so treibst, berichten. So, Süße bei solchem Chutney, wichtig. Süße, Säure, Schärfe, Salz. Die 4S. Süße haben wir durch die Ananas... Säure durch Limette und Ananas. Schärfe haben wir durch ein Chili und ein bisschen die Zwiebel. Salz durch. Salz. Salz. Klingt logisch, finde ich. Genau. Dann runter. 8,57, ja, perfekt. Legst du hier hin? Leg das mal hier rein. Dann. Einmal die Ente runter. Boah. Zack. Alter Schwede, die sieht richtig gut aus, ne? So, und dann noch ein Gewürz dazu, ein Kraut dazu, eines meiner Lieblingskräuter. Aber beim Koriander ist ja so, love it or hate it. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Ich kann dir mit Freuden mitteilen, wir sind hier einstimmig im Büro, wir lieben Koriander. Was? Aber ich kenne genug Leute, die sagen, geht gar nicht, schmeckt nach Seife. Weißt du, wo das liegt? Hm? Da gibt es ein Gen, was an den Geschmacks-Geruchsrezeptoren angedockt ist. Und das heißt OR6A2. Gesundheit. Und das ist so eine Abneigung gegen Aldehyde. Und das macht, dass das seifig schmeckt. Aber es kommt darauf an, wo du sozialisiert bist. Bist du in Südamerika und Asien aufgewachsen, dann kannst du den Fehler auch haben, isst aber trotzdem Koriander. Okay, ja, okay. Also ich liebe Koriander. Ich finde das richtig gut. Wir haben letzte Woche im Stream haben wir so einen Koriander-Joghurt gemacht. Also Joghurt ohne Knoblauch, Koriander und so weiter drin. Total lecker. Stehe ich total drauf. Aber das ist so mal so, weißt du, so unnützes Wissen, was keiner braucht. Ja. Aber kommt mal gut beim Klugscheißen. Ja, auf jeden Fall. Das ist genauso wie, das ist ein Geheimtipp nochmal, immer eine Prozentzahl dazu sagen. 87,43% haben dieses Gen nicht. Dann bist du, dann denkt sofort jeder, krass. Die haben Ahnung. Heftig, 87,43%. Es muss halt immer ungerade sein, das ist wichtig bei der Prozentzahl. So. Super lecker. Ich stell dir vor, so die Hände so herzhaft, fleischig, fettig und dann... Den Kollegen dazu. Ich mag auch dieses Frische und dazu aber auch so warm, weißt du, nicht nur kalt. Das ist geil. Und es hat so eine schöne spitze Säure. Hm? Ist sehr, sehr angenehm, ja. So, wollen wir? Ja, let's go. Jetzt kommt der spannendste Teil für uns alle. Ich werde jetzt erstmal in meinem Leben eine trockengereifte Entenbrust angeschnitten sehen nach dem Grillen und auch gleich probieren dürfen. Ich bin jetzt hier der Ente-Metier. Ja. Hast du selber schon mal einmal gegessen? Also hast du schon mal probiert bei dir? Oder ist jetzt ich habe gestern schon mal etwas. Okay. Ich komme noch hierher. Ja, hätte ich auch nicht. Aber guck mal. Perfekter gar gerade, ne? Und siehst du, das ist schön ausgeschnitten.
Ja, 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 ja. Das ist brutal. Junge, Junge. Wie findest du den Garfahrt? Das ist gut, ne? Ich finde, das hast du super gemacht. Ich finde auch sehr gut. So. Erstmal so oder mit Salz, Pfeffer? Ach komm, ein bisschen Salz. Bisschen genau. Salz auf jeden Fall, ja. Und dann würde ich nicht so ein ganzes Stück, so ein Stück davon erstmal. Ich mag das lieber immer so ein bisschen rein. Auch bei, gerade bei Rind finde ich es immer schwierig, so ein Riesenstück zu essen. Ich mag das lieber so kleiner tranchiert, ja. So. Na dann. Mmh. Mmh. Oh ja. Oh ja, oh ja. Mmh. Aber man schmeckt Ente. Das stimmt ja nicht. Mhm. Sehr, sehr knusprig, lecker und sehr saftig. Und wenn du die Haut jetzt mit einem größeren Stück, was weißt du, wenn du dir mal so einen Würfel im Mund steckst, dann merkst du auch mehr von der Haut. Warte, da kann ich mich nicht einfach mal abziehen? Ja, ist nicht verboten. Mhm. Ja. Ich sag dir jetzt, wie die Haut schmeckt. Die Haut, und das war auch der Geruch vorhin, Biskuit. Okay. Ein Biskuitboden, wenn du eine Torte backst, ein Biskuitboden. So roch das auch für mich vorhin. Und in die Richtung geht das. Das ist Backen, habe ich keine Ahnung von. Eine leichte Süße, wie bei einem Biskuitboden. Absolut, also safe. So lecker. Ist ja abgefahren. Mit dem Pfeffer. Boah. Ein bisschen so. Also das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ne? Ah, jetzt kommt noch Salat dazu. Ja, das ist mehr so eine Esshilfe. So, machen wir mal zusammen. Gut, jetzt lernt man lernt nie aus. Ah ja, klar, Soße. Hast du das aus Asien mitgenommen, mit so einem Salatblatt? Was? Teller muss man kohlen und abwaschen. Salatblatt nicht. Aber doch, warte, warte. Ah. Okay, das ist für Fortgeschrittene. Dankeschön. So, Freunde, jetzt noch mal. In Gänze. Mhm. Oberteile muss man waschen. Mhm. Okay, das ist genehmigt. Genehmigt. Mhm. So. Hammer. Freunde der Sonne. Also. Ich kann euch empfehlen, das mal zu machen. Vielleicht nicht ganz so schnell, wie Andreas es kann, aber ihr habt ja Zeit, ihr könnt das Video auch pausieren. Genau, das kann man da langsamer machen, ne? Das ist brutal, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns, vor allen Dingen Andreas, einen Daumen nach oben da und abonniert uns gerne. Du hast das letzte Wort, komm. Ja, ich bleib weiter neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal.